Ja, das bin ich. Und nein, ich habe keine bewusstseinserweiternden Substanzen eingenommen, um so drauf zu kommen, wie Sie mich hier gerade sehen. Vielmehr sieht so mein erster Lach-Yoga-Versuch aus. Eine Art des gemeinsamen Lachens, die der indische Arzt Madan Kataria schon vor 20 Jahren entwickelt hat. Mir war sie zugegeben bis vor wenigen Tagen noch nicht bekannt. Diese Frau soll das ändern. Sie heißt Britta Wagner, Lach-Yoga-Trainerin. Und wer bist du? Frau Wagner, ich bin jetzt nicht sportlich gekleidet, ich habe es schon angesprochen, habe auch meine Yogamatte vergessen. Ist das weiter schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm. Sie sind genau richtig gekleidet, wir können so starten. Hauptsache, Sie bringen die Bereitschaft mit und freuen sich, was ganz Neues kennenzulernen. Ein einzigartiges Konzept, ein ganzheitliches. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Sehr gut, yeah! Wofür steht Lach-Yoga? Lach-Yoga steht für Stressbewältigung, Lebensfreude. Mit Lach-Yoga können Sie einfach eine ganz positive Lebenseinstellung bekommen. Sie entspannen sich, sie sind frei, sie bekommen eine ganz neue Form von Kreativität. Jetzt sind wir kleine Hühner mit Schimmelstab. Ihr Körper wird ganz erfrischt, mit Sauerstoff gefüllt, in jede Zelle praktisch. Sie fühlen sich glücklich und gestärkt und ja, es bezieht sich auf Körper, Geist und auch auf die mentale Ebene. Mentale Ebene ist dahingehend ein gutes Stichwort. Ist es auch körperlich anstrengend oder tatsächlich nur psychisch-mental fordernd? Nein, es ist auch körperlich anstrengend. Das kann man vergleichen mit einem fröhlichen Fitnessprogramm. Ganz fester einatmen. Halten, halten, halten und es ist eben gleichzeitig mit ganz viel Humor und kindlicher Verspieltheit. Es ist eben, ja, man muss es live erleben. Der Funke springt über. Es ist eine Art der Kommunikation, eine ganz ursprüngliche Kommunikation, so dass der Funke praktisch über die Augen zündet. Also es ist unbedingt ansteckend und man möchte mehr, weil hinterher fühlt man sich unheimlich vital und ausgeglichen. Ho, ho, ha, ha, ha. Sehr gut, sehr gut, yeah! Super! Bei Yoga-Trainern ist es so, die brauchen eine Ausbildung, die brauchen ein Zertifikat. Wie sieht das bei Ihnen aus beim Lach-Yoga? Das brauchen wir natürlich auch. Also es ist so, dass wir von vornherein schon ganz viele Stunden erlebt haben, selbst als Teilnehmer viele Seminare besucht haben und letztendlich uns dafür entscheiden, selber Lach-Yoga anzubieten. Dazu brauchst du einen Lach-Yoga-Schein, der erfolgt innerhalb von 3 Tagen, wenn man eben schon mit viel Erfahrung dazukommt. Achtung, Wortwitz, und da verstehen dann auch die Verantwortlichen keinen Spaß, wenn man den nicht hat. ja. An den Witzen muss ich wohl noch genauso arbeiten wie an meiner Einstellung zum Lach-Yoga, denn ich fühle mich, offen gestanden, reichlich unwohl. Während Kinder zwischen 200 und 300 Mal am Tag lachen, bringen es Erwachsene laut Britta Wagner nur auf 15 Mal. Für einige kann Lach-Yoga also durchaus eine praktikable Lösung sein. Ich halte mich dann doch eher an Monty Python und Helge Schneider.